So, nach einer Woche Black Widow in Folge haben wir heute mal wieder was ganz anderes in meinem kleinen Lesetipp. Und zwar diesen Band hier. The Beatles Yellow Submarine von Bill Morrison gezeichnet. Ja, Bill Morrison ist ein ganz großer Fan der Beatles. Er ist ein großer Fan ihrer Musik. Er ist ein großer Fan von diesem Animationsfilm The Yellow Submarine, der ja mittlerweile ein Klassiker ist, wirklich. Und er hat sehr, sehr, sehr lange daran gebastelt, daraus eine Graphic Novel zu machen. Bill Morrison, die meisten von euch kennen ihn. Er ist über Jahrzehnte Mr. Simpsons persönlich gewesen, hat die Simpsons Comics geprägt wie kein zweiter, war ganz oft hier in Deutschland zu Gast. Viele lieben ihn, viele haben ihn schon getroffen. Ich kann nur hoffen, dass er bald wieder mal auch nach Deutschland kommt, aber wir werden natürlich sehen, wann das möglich ist. Aber im Jahre 2018 kam dieser Band raus, an dem hat er über 10 Jahre gearbeitet, nicht weil er so langsam ist, sondern weil es immer wieder Probleme mit den Rechten gab. Dann hat er den schließlich fertig gemacht und es ist ein Traumband. Also er kann einfach unglaublich gut zeichnen, er kann jeden Stil adaptieren und er hat genau das getroffen, was man eben aus dem Yellow Submarine Film so kennt. Genau den Stil gebracht, genau diese Story auch auf den Punkt gebracht und ich habe ihn in einem Interview gefragt, wie es denn ist, ohne die Bewegung, ohne die Musik, diesen Comic zu lesen. Hat er gemeint, ja, er hat sich inspirieren lassen von den Psychedelic Posters, die die Kids in seiner Jugend an ihre Wände geklatscht haben. Und jede Seite da drin wollte er so machen, als wäre es ein Filmposter und daraus dann im Prinzip diese Graphic Novel zu bauen. Und das ist ihm gelungen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön geworden. Der gesamte Band, man bekommt die Story gut mit. Man hat die Musik im Ohr oder man kann sie auch im Hintergrund laufen lassen. Also es gibt quasi den Soundtrack zum Comic. Und das war wirklich mein Lieblingscomic im Jahr 2018. Und ist ein tolles Ding. Also nicht nur, wenn man Beatles-Fan ist, dann natürlich besonders, aber es macht auch so einfach Spaß. Jetzt ist natürlich die große Frage, warum habe ich euch diesen Band aus dem Jahr 2018 ausgerechnet heute hier in den Comic-Tipp gepackt? Na, da gibt es einen ganz guten Grund dafür. Und zwar, heute Abend kann man den Beatles-Film Yellow Submarine auf YouTube sehen in einer Sing-Along-Version. Das heißt mit eingeblendeten Textzeilen, damit man das Ganze mitsingen kann. Und das dachten wir, das ist doch mal ein guter Anlass, um hier auch mal wieder auf den Comic hinzuweisen. Gleichzeitig empfehle ich euch aber heute Abend auch auf YouTube zu gehen und euch mal den Film anzuschauen. Also wie gesagt, for free und ihr könnt auch mitsingen. Wann das anfängt und wo ihr hinkommt, den Link, den findet ihr direkt hier drunter. Da findet ihr natürlich auch einen Link zum Shop, wo man den Band bestellen kann. Und ihr findet einen Link zu Panini Comics TV. Ich habe nämlich Bill Morrison auch interviewt zu diesem Band. Und das ist sehr interessant, was er da zu erzählen hat. Da kommt das, was ich euch gerade erklärt habe, nochmal ein bisschen ausführlicher. Und wir sehen auch ein paar seiner Originalzeichnungen. Also auch da kann ich nur sagen, schaut mal rein. Aber vor allem schaut in diesen Band hier. Yellow Submarine von Bill Morrison.